CDU, CSU und SPD werden am kommenden Donnerstag gemeinsam das Gesetz verabschieden, mit dem der Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge weiter ausgesetzt wird und mit dem zugleich geregelt wird, dass ab 1.8. diesen Jahres maximal 1.000 Mitglieder im Familiennachzug kommen können, aus humanitären Gründen. Es wird ein neues Gesetz dann die genauen Ansprüche regeln und formulieren, wer kommen kann. Damit ist klar, es findet kein weiterer Zuzug nach Deutschland statt. Es gibt eine Härtefallregelung, die es schon bisher gegeben hat, die fortgeführt wird. Damit findet eine Steuerung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte statt, die sich an der Integrationsfähigkeit unseres Landes auch bemisst. Damit hat sich das zwischen CDU und CSU formulierte Regelwerk zur Migration durchgesetzt. Und wir sind deshalb mit dieser Lösung zufrieden.